Ja, hallo liebe Gütersloh und Gütersloh. Ich melde mich heute, weil in den letzten Tagen einige Fragen bei uns im Rathaus eingegangen sind, natürlich auch in den Wochen vorher. Aber auf die wichtigsten Punkte möchte ich gerne persönlich eingehen. Zunächst mal kleines Feedback zum gestrigen Schulstart. So wie ich das wahrgenommen habe, auch von den Kolleginnen und Kollegen gehört habe, ist das sehr gut gelaufen. Die Kolleginnen in den Schulen und die Schulleitung haben sich viele, viele Gedanken gemacht, haben auch in der individuellen Situation ihrer Schule gute Lösungen gefunden und ungefähr 1150 Schülerinnen und Schüler sind dann gestern wieder zur Schule gekommen und das hat wirklich ja, ganz vernünftig, diszipliniert geklappt. Aber ich glaube, die Stimmung war vermutlich für die Schülerinnen und Schüler eine ziemlich spezielle und besondere dann in den Gebäuden. Aber ich glaube, sie haben sich wahrscheinlich auch sehr gefreut, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler wiederzusehen. Eine Bitte, einen Appell stelle ich an dieser Stelle nochmal ans Ende, auch weil es von einigen Schulleitungen an mich herangetragen worden ist. Das erste ist, oberstes Gebot ist nach wie vor die Kontaktminimierung. Und insofern halten Sie die Bitte auch dann ein, wenn Sie das Schulgelände erreichen und wenn Sie es nachher wieder verlassen. Weil es bringt natürlich nichts, wenn das im Unterricht konsequent eingehalten wird, aber in dem Moment, wo Sie ja quasi das Schultor hinter sich gelassen haben, dann ist vielleicht so ein bisschen aus dem Bewusstsein herausgekommen ist. Und noch ein weiteres Appell. Sie wissen ja, am Montag gilt die Maskenpflicht auch im ÖPNV und insofern bleibt das richtig, was auch in der Vergangenheit richtig war. Nehmen Sie in Gütersloh am besten das Fahrrad und kommen mit dem Fahrrad zur Schule. Dann brauchen Sie keine Maske tragen. Stau gibt es auch nicht, zu eng wird es auch nicht. Insofern wäre das die richtige Maßnahme in der richtigen Zeit jetzt. Ja, es gibt noch ein weiteres Thema. Vor einer Woche hatte ich Ihnen auch berichtet, die 800 Quadratmeter Grenze im Einzelhandel, die ist nicht auf viel Gegenliebe gestoßen. Die Landesregierung hat sehr schnell reagiert. Ich hatte Anfang letzter Woche mit einigen Bürgermeisterkollegen hier in Ostwestfalen auch noch einen Brief an Herrn Laschet geschrieben. Vermutlich haben viele andere Bürgermeister das auch getan. Ich weiß nicht, was geholfen hat. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, jetzt eine sachgerechte Lösung, dass auch die Einzelhändler öffnen dürfen, die eine Fläche von weniger als 800 Quadratmetern räumlich abtrennen können. Und das hilft auch den Einzelhändlern hier in Gütersloh. Ich denke, das ist eine gute und pragmatische Lösung, die man da gefunden hat. Eine weitere Frage, die in dieser Woche mehrfach an mich herangetragen wurde, war die Frage, wann das Rathaus wieder öffnet. Dazu kann ich sagen, das Rathaus wird wieder öffnen, aber anders. Anders in der Form, dass weiterhin gilt, das Rathaus öffnet für die Personen, die eine verbindliche Terminanfrage gestellt haben und von uns einen Termin auch bekommen haben. Das müssen wir machen, weil wir in den ja, engen Fluren unseres Rathauses, vor den Türen unserer Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Mindestabstände, Infektionsschutz weder für die Bürgerinnen und Bürger noch für die Kolleginnen und Kollegen selber sicherstellen können. Und insofern möchten wir ab dem 4. Mai, Montag, dem 4. Mai, das Rathaus sukzessiv wieder hochfahren, unser Leistungsspektrum sukzessiv weiter ausweiten, immer mehr Termine anbieten. Und ist bewusst, dass das nicht ganz einfach sein wird und dass es eine gewisse Weile braucht, bis alle diese Regel auch mitbekommen haben. Insofern wiederhole ich das gerne. Das Rathaus öffnet, aber nur mit verbindlicher Terminvereinbarung. Wir werden dort sehr viele Kanäle für öffnen, die Online-Terminvergabe, einzelne Telefonnummern für die Fachbereiche, E-Mail-Adresse für die Fachbereiche. Und es wird auch Kolleginnen und Kollegen geben, die ad hoc den Bürgerinnen und Bürgern Termine direkt einrichten können. Ich bitte da um Verständnis, dass wir nicht das volle Spektrum sofort wieder anbieten können, aber wir haben auch das Interesse, dass unsere Leistung wirklich wieder im Sinne der Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger hochgefahren wird. Unser Ziel, das können wir nicht vom ersten Tag an machen, ist, dass wir im Erdgeschoss des Rathauses ein Besucherzentrum einrichten, wo wir diese Dienstleistung am Kunden dann erbringen können. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, es gibt ja in Gütersloh ein Bürgerportal. Dort sind schon einige Dienstleistungen eingestellt. Insofern nutzen Sie bitte jetzt auch die Chance, wenn Sie es noch nicht getan haben, sich beim Bürgerportal der Stadt Gütersloh zu registrieren, um dort zu schauen, ob Sie Dienstleistungen, aber auch die Kommunikation, eine sichere Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen über dieses Portal nutzen können. Ja, und was auch ganz wichtig ist, was wir einfach in eigener Reflexion feststellen, es gibt auch viele Dinge, die muss man nicht zwingend persönlich, durch persönliche Vorsprache, durch persönliches Vorbeikommen regeln. Das heißt, Sie können E-Mails schreiben, wir können demnächst auch persönlichen Videochat anbieten, Sie können uns anrufen und insofern, wir alle haben in den letzten Wochen gelernt, es gilt für mich genauso, was Videokonferenzen angeht, dass eine Menge auch über digitale Medien regelbar ist. Eine Sache bleibt aber klar, das ist eine besondere Situation in dieser Zeit. Das heißt, wir möchten auch in Zukunft für Sie da sein, persönlich an der Stelle für Sie da sein, wo das auch wichtig ist.
Und an der Stelle, wo wir das nicht zwingend brauchen, ist es Gebot der Stunde, dass wir alle anderen Wege als allererstes nutzen und nicht ad hoc ohne Termin persönlich bei uns vorbeikommen. Ja, ein Thema, was sicherlich viele dann auch noch betroffen hat, war das Thema Maskenpflicht. Sie wissen alle, ab Montag gilt es, dass wir die Masken ja definitiv überall dort, wo 1,50 Meter Abstand nicht gehalten werden kann, im Einzelhandel ganz klar und auch im ÖPNV tragen. Und insofern wurden wir gefragt im Rathaus, ob wir nicht für die Stadt Gütersloh, für die 100.000 Bürgerinnen und Bürger die Masken beschaffen können. An dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, das ist in diesem Umfang nicht möglich. Wir haben jetzt zum gestrigen Schulstart ein ganz kleines Kontingent quasi als Notkontingent in die Schulen gegeben für den Fall, dass es dort vielleicht nicht funktioniert hätte, hat aber ganz hervorragend funktioniert. Und insofern kann ich und muss ich an dieser Stelle appellieren, nehmen Sie vielleicht auch ein einfaches Halstuch, versuchen Sie, wenn Sie können, etwas zu nähen. Und wenn Sie das können, nähen Sie gleich für Freunde und Verwandte mit. Ja, und Abstand bleibt das oberste Gebot. Und insofern, ja, habe auch ich eine Maske für Montag besorgt oder vielleicht trägt man die auch schon am Samstag. Und in der Form sehen wir uns dann, wenn wir uns in der Stadt sehen oder im Bus sehen, in dieser Form. Und in diesem Sinne, machen Sie es gut. Ein schönes Wochenende. Bis bald.